Freundinnen und Freunde der Sterne, es ist Finsternissaison. Der Neumond vom 25. Oktober ist eine Sonnenfinsternis, der darauffolgende Vollmond am 8. November eine Mondfinsternis. Die beiden Wochen dazwischen haben eine verdichtete karmische Energie. Da sollten wir sehr bewusst durchs Leben gehen, denn unsere Aktionen können große Folgen haben. Welche Konstellationen uns im November stärken, welche wir vorsichtig handhaben sollten und wie sich das Ganze auf die 12 Sternzeichen auswirkt, das und mehr erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast. Diesmal zeichne ich das Video in Cave Creek, Arizona auf. Aber auch hier im warmen Wüstenklima spürt man deutlich, dass die dunkle Jahreszeit heranrückt. Die Konstellationen zu Halloween und im November wollen wir uns auch gleich anschauen. Vorher gibt's aber wie immer Geschenke und eine Verlosung. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr kein Video oder Livestream verpasst. Die Timecodes zu den einzelnen Sternzeichen findet ihr unten in der Videobeschreibung unter dem Horoskope-Shop. Es geht mit großen Schritten auf das Jahresende zu und mein Jahrbuch 2023 ist jetzt erhältlich. Es ist das ausführlichste Jahrbuch geworden, was wir je geschrieben haben. 250 Seiten voller Sterneninfos. Und ein Exemplar davon mit persönlicher Widmung verlose ich in diesem Monat. Mehr zur Verlosung und wie ihr teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos im Service-Teil. Und wer gewonnen hat, das sage ich euch im Video für den Dezember. Und hier ist meine glückliche Gewinnerin aus der Verlosung im Oktober. Eine persönliche Jahresvorschau geht an Andrea Rudolf. Herzlichen Glückwunsch, liebe Andrea. Bitte schreib uns eine E-Mail unter service@antonialangsdorf.com mit deinen Geburtsdaten und deinem Wohnort, damit wir dir dein Jahreshoroskop zuschicken können. Auch mein Rabattgeschenk in diesem Monat ist ganz dem kommenden Jahreswechsel gewidmet. Ihr erhaltet die persönliche Jahresvorschau als PDF jetzt mit 30% Herbstrabatt. Das ist die ideale Ergänzung zum Jahrbuch. In der Jahresvorschau erfahrt ihr auf 20 bis 30 Seiten alles über euer aktuell wirksames Geburtshoroskop, das sogenannte Solar. Es beschreibt eure persönlichen Zukunftsthemen und wird auf den Ort erstellt, an dem ihr jetzt lebt. Und dazu erhaltet ihr die Transite für die kommenden 12 Monate in der Liebe und im Beruf. Nähere Infos findet ihr hier auf der Infokarte und ich habe das Ganze natürlich auch in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes verlinkt. Jetzt kommen wir zu den Konstellationen im Einzelnen. Ich habe ja eingangs gesagt, wir befinden uns in der Finsternissaison. Sie geht los mit dem Neumond im Skorpion am 25. Oktober. Das ist eine Sonnenfinsternis. Und der Vollmond im Stier am 8. November ist dann eine Mondfinsternis. In diesen beiden Wochen ist der astrologische Rat, sich bedeckt zu halten und besonders achtsam zu sein, denn kleine Ursachen können große Wirkung haben. Außerdem werden wir mit unserem Karma konfrontiert, denn die Sonnenfinsternis ereignet sich am absteigenden Mondknoten, also an dem Punkt, an dem sich unsere Taten der Vergangenheit konzentrieren. Da können Erinnerungen hochkommen und wir können erkennen, wofür wir selbst in der Vergangenheit die Saat gelegt haben. Es ist also eine Zeit, innezuhalten und sich mit der Vergangenheit auszusöhnen. Vielleicht auch, um zu vergeben und zu vergessen. Und zwar gar nicht so sehr, um anderen damit einen Gefallen zu tun, sondern für das eigene Seelenheil. Dabei hilft uns die Venus. Sie ist eng in die kosmischen Einflüsse eingebunden, sodass wir durch die Kräfte der Liebe vieles ausgleichen können. Auch Halloween bzw. Samhain fällt in diese karmische Finsternisphase und passt von der Energie her sehr gut dazu. Samhain ist ja das Fest der Ahnen und die Ahnen sind auch unsere Vergangenheit. Wir können sie jetzt in einem Ritual oder gedanklich rufen und um Hilfe bitten, falls wir ein innerliches Problem haben, das wir gerne lösen möchten. Manche arbeiten übrigens auch eng mit den Ahnen zusammen, um ganz praktische Alltagsprobleme zu lösen. Für all das stehen die Sterne zu Samhain bzw. Halloween exzellent. Am Nachmittag des 31. Oktober wechselt die Mondin vom Steinbock in den Wassermann, ein symbolischer Übergang von der Vergangenheit zur Zukunft.
Und dabei bildet sie einen schönen Aspekt zu Jupiter, sodass sicher auch viele in Feierlaune sein werden. Aber ganz ehrlich, ich empfehle eher Samhain als spirituelles Fest zu würdigen, denn wir haben ja leider weiterhin den Infektionsaspekt zwischen Mars und Neptun. Das ist ein Hinweis darauf, dass es besser ist, sich mit wenigen ausgewählten Leuten zu treffen, als zu Massenveranstaltungen zu gehen. Und auch im kleinen Kreis raten die Sterne, verantwortungsvoll zu sein und sich zurückzuhalten, wenn man spürt, dass Erkältungssymptome im Anmarsch sind. Ansonsten sind die Energien sehr magisch und stärken allen den Rücken, die mit kosmischen Energien und Ritualen arbeiten. Lilith, die innere Schamanin, verbindet sich mit den Seelenkräften Neptuns und tags zuvor, am 30. Oktober, wird der Mars rückläufig. Er zieht sich als Symbol für die streitlustige Männlichkeit zurück und überlässt den Schamaninnen das Feld. Lilith im Krebs und die Venus zusammen mit der Sonne und Merkur im Skorpion, das sind urige und emotionale Kräfte, die einen guten Zugang zur Seele und zur Intuition haben. Am aufsteigenden Mondknoten steht Uranus, der große Veränderer, und das ist der Ruf der Zukunft. Es geht also darum, die Kräfte der Ahnen und der Vergangenheit mit den neuen Aufgaben der Zukunft zu verbinden, das heißt zu verstehen, dass wir verwurzelt sind in den Kräften unserer Ahnen und dass wir gleichzeitig in die Zukunft wachsen und uns weiterentwickeln. Jedoch liegen auch einige Spannungen in der Luft, vermutlich in der Außenwelt, gegen die wir uns möglicherweise abgrenzen müssen, um in Ruhe unsere spirituelle Arbeit zu tun. Das sehen wir am 1. November in dieser Spannungsfigur mit der Mondin im Wassermann. Das ist ein Vorzeichen auf den kommenden Vollmond und die Herausforderungen der Finsternissaison. Aber nicht nur das, auch unsere Beziehungen können auf dem Prüfstand stehen, denn die Venus bildet nun bis zum Vollmond eine Spannung zu Uranus. Das kann Partnerschaften erschüttern, vor allem wenn da sowieso schon etwas im Argen liegt. Und das gilt nicht nur für unsere privaten Verbindungen, auch für Allianzen zwischen Ländern und Bündnispartnern. Ach, wie wünschte ich mir, die Politiker der Welt hätten alle so wie früher ihre Hofastrologen und würden auf sie hören. Denn dann wäre die Empfehlung, sich bis Mitte November bedeckt zu halten und nichts zu tun, was eine Kettenreaktion auslösen könnte. So bleibt mal wieder alles an uns hängen, an denjenigen, die achtsam und spirituell sind und sich Gedanken über den Zustand der Welt machen und die sich nichts sehnlicher wünschen als Frieden für den Planeten. Unterstützung finden wir dabei durch Lilith und Neptun. Sie stehen in guter Verbindung. Das ist für mich ein Symbol dafür, dass die weibliche, mystische Spiritualität gestärkt wird und dass wir sie gut integrieren können, auch wenn wir sonst vielleicht mit anderen spirituellen Richtungen arbeiten. Zu Vollmond am 8. November formt sich eine besonders machtvolle Harmoniefigur mit den Kräften der Mondin, Lilith und Venus als Beziehungsgöttin. Deshalb Frauen an die Macht! Verfolgt ihr auch, was im Iran vor sich geht? Der Aufstand der Frauen, der inzwischen quer durch die Gesellschaft geht, das ist ein Beispiel dafür, wie sich weibliche und männliche Kräfte zusammentun können und sollten, um für ein Leben in Freiheit und Würde zu kämpfen. Ich schätze, dass diese Bewegung weitergeht und sogar noch mehr Power entwickelt. Denn wir haben den ganzen Monat Lilith, die Schutzpatronin der freien Frauen, in einer Opposition zum Machtplanet Pluto. Tatsächlich fordert also Lilith die Strukturen der Macht heraus und verlangt eine Transformation. Gleichzeitig wird auch das Revolutionsquadrat zwischen Saturn und Uranus nochmal vom Vollmond angetriggert. Wir haben also eine sehr explosive Stimmung, überall dort, wo es bereits am Köcheln ist. Ich hoffe sehr, dass der mutige und opferreiche Kampf der Frauen die ersehnte Befreiung bringt. Diese Bewegung ist außerdem auch ein erster Ausläufer des kommenden Übergangs von Pluto in den Wassermann. Pluto ist die Macht, Wassermann ist die Freiheit. Wir sehen hier, wie die Macht der Freiheit sich durchsetzen will. Und das ist erst der Anfang. Ich habe das ausführlich in meinem Jahrbuch in der kosmischen Schwingung beschrieben. Erwähnenswert ist auch, dass genau zu diesem Vollmond mit Mondfinsternis die wichtige Zwischenwahl in den USA stattfindet, die sogenannten Midterms. Wenn ihr jetzt denkt, was geht mich die Wahl in den USA an, kann ich das verstehen. Nur hat diese Wahl für das Gleichgewicht der Kräfte auf der Welt eine große Bedeutung.
Und ich bin halt gerade in Amerika, deshalb bekomme ich mit, wie Ray sich als Astrologe darüber Gedanken macht. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, Ray Merriman ist mein Mann, Amerikaner und Astrologe mit Schwerpunkt Wirtschaft und Geopolitik. Wenn euch seine Vorhersagen interessieren, die werden auch ins Deutsche übersetzt und seine Webseite habe ich unten in der Infobox verlinkt. Ich denke, was wir tun können, ist, unsere geistigen Schwingungen auf die Harmonieaspekte auszurichten, darauf, dass wir uns alle gut durch diese heikle Phase navigieren, indem wir uns liebevoll um uns selbst und unsere Nächsten kümmern und indem wir bei unseren privaten und beruflichen Beziehungen für ein gutes Einvernehmen sorgen. Denn ihr wisst ja, wie im Kleinen, so im Großen, wie oben, so unten, alles ist mit allem verbunden. Wenn wir es schaffen, unseren inneren Frieden zu bewahren, kann das auch auf andere ausstrahlen. Zwischen dem Vollmond und dem abnehmenden Mondviertel am 16. November haben wir eine Reihe von Harmonieaspekten, die uns dabei unterstützen. Am 16. und 17. November gehen erst die Venus und dann Merkur in den Schützen und läuten eine optimistischere Zeit ein, die wieder mehr von mutigen und zuversichtlichen Feuerelement geprägt ist. Auch die Kräfte der Liebe erfahren Auftrieb und wir sehen unsere Beziehungen in einem optimistischeren Licht. Im Horoskop des Viertelmondes sehen wir eine spektakuläre Konstellation, eine sogenannte Arche oder sie wird auch als Schatztruhe beschrieben. Dieses Aspektbild zeigt, dass unterschiedliche, vielleicht sogar zuvor verfeindete Kräfte die Chance erhalten, konstruktiv zusammenzuarbeiten und voneinander zu lernen. Enthalten sind auch zwei sogenannte Jodfiguren, auch Finger Gottes genannt. Das sind Zeichen dafür, dass wir aus der Vergangenheit lernen dürfen und Kompromisse eingehen müssen, dass wir nur miteinander ein gutes Leben in Frieden führen können, nicht indem wir uns zerstreiten. Diese Konstellation ist so spektakulär, da könnte ich jetzt stundenlang über die Details reden, aber das hebe ich mir auf für die Meisterklasse. Da geht es nämlich unter anderem auch um Aspektfiguren und ihre Bedeutung. Für jetzt reicht es, wenn ihr euch merkt, dass der November ein bedeutender Monat wird, in dem vieles auf Messers Schneide steht und es sehr darauf ankommt, ob miteinander zerstrittene Kräfte bereit sind zu lernen, einander zuzuhören und gemeinsam neue Wege zu gehen. Am 22. November, morgens um 9.20 Uhr, beginnt dieses Jahr die Schütze-Saison mit dem Eintritt der Sonne in dieses optimistische und visionäre Zeichen. Auch Venus und Merkur stehen dann im Schützen. Das dürfte uns vorwärts pushen. So viel Schütze-Energie, das gibt Mut für die Zukunft und das können wir wahrhaftig brauchen. Gleich am nächsten Tag treffen sich Sonne und Mondin zum Neumond im Schützen am 23. November. Venus und Merkur bilden dann einen Harmonieaspekt zu Heiler Chiron. Für mich ein Zeichen der Hoffnung, dass Beziehungen gestärkt und geheilt werden. Und dass wir über die Suche und die Sehnsucht nach Heilung auch reden und auch gehört werden. Auch Chiron steht im Feuerzeichen, nämlich hier im Widder. Das heißt, wir haben dann 5 Planeten in Feuer. Das ist eine große Power der Hoffnung. Diese Kräfte wollen etwas miteinander erreichen und senden uns Impulse, die heilsam und stärkend wirken für unser Privatleben ebenso wie weltweit. Dieser Neumond aktiviert außerdem Jupiter, der genau an dem Tag des Neumonds nach vielen Monaten der Rückläufigkeit wieder direktläufig wird, und zwar in den spirituellen Fischen. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen der Hoffnung und ein seltenes Zusammenspiel der beiden Elemente Feuer und Wasser, die sich sonst eigentlich nicht verstehen. In den Tagen vom 20. bis 28. November hat Wohltäter Jupiter besondere Kräfte. Das wird uns helfen, trotz aller Probleme den Mut und auch das Mitgefühl nicht zu verlieren. Bis Ende des Monats haben wir viele harmonische Aspekte. Gleichzeitig hält Lilith weiterhin die Stellung in der Opposition zu Pluto. Das heißt, die weiblichen Kräfte, die sich nicht mehr unterdrücken lassen wollen, kämpfen weiter. Interessant ist, dass Wohltäter Jupiter eine Vermittlerrolle einnimmt und vielleicht dabei helfen kann, dass sich Recht und Menschenwürde durchsetzen.
Zugleich haben wir vom 26. November bis zum 3. Dezember eine leidenschaftliche Spannung mit Mars. Und die besagt, dass in diesen Tagen viele deutliche, vielleicht auch scharfe Worte gesprochen werden, die aber tatsächlich dazu dienen können, dass Wahrheiten ans Licht kommen und unhaltbare Zustände nicht mehr länger beschönigt werden. Wenn das unsere privaten Beziehungen betrifft, wäre es nur wichtig, dass wir die Wahrheiten so aussprechen, dass unser Gegenüber sie auch verdauen kann und akzeptieren kann. Hier bildet Saturn einen günstigen Aspekt. Das heißt, die Stimme der Vernunft kann sich Gehör verschaffen und unsere festen Beziehungen erweisen sich als verlässlich. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im November. Mehr Inspirationen zu den täglichen Aspekten der Mondin und allen wichtigen Planetenwechseln erfahrt ihr auch auf Instagram unter Antonias Sterne. Folgt mir dort gerne. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Und jetzt steigen wir ein in die Monatshoroskope für alle Sternzeichen. Und mein Tipp an euch ist, schaut auch in das Zeichen eures Aszendenten, vor allem wenn es um die Vorschläge zu den Mondmeditationen geht. Ihr könnt das ganz intuitiv auf euch wirken lassen. Ihr werdet genau spüren, mit welchen Informationen ihr in Resonanz seid. Los geht's, wie immer, mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Hallo, ihr wunderbaren Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Genau zu Halloween wird euer Herrscher Mars rückläufig und das wollen wir uns gleich mal anschauen, was das für einen Effekt auf euer Horoskop hat. Vorher habe ich noch einen Tipp zum Jahreswechsel. Als Ergänzung zum Jahrbuch für alle 12 Sternzeichen empfehle ich euch eine persönliche schriftliche Jahresvorschau als PDF und die gibt's jetzt mit 30% Herbstrabatt. Darin erfahrt ihr nicht nur eure wichtigen Tendenzen für Liebe und Beruf in den nächsten 12 Monaten, sondern auch die psychologische und spirituelle Bedeutung eures persönlichen Geburtstagshoroskops 2023. Nähere Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Die Konstellationen zu Halloween sind sehr magisch. Wenn ihr spirituell arbeitet, solltet ihr auf jeden Fall ein schönes Ritual durchführen. Ihr könnt auch Leute zu euch nach Hause einladen oder euch aus Anlass dieses Festes einen Hausaltar einrichten, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Aber seid vorsichtig, denn im Kontext der Gesundheit bekommt euer Herrscher Mars einen schwierigen Aspekt, so dass ihr wegen Ansteckungsgefahren sehr vorsichtig sein solltet. Am besten, ihr feiert im kleinen Kreis. Nehmt aufeinander Rücksicht und haltet euch zurück, wenn einer von euch Erkältungssymptome hat. Und das gilt für den gesamten Monat. Für euren Alltag und euer berufliches Fortkommen ist wichtig zu wissen, dass euer Herrscher Mars zu Halloween rückläufig wird, und zwar bis zum 12. Januar 2023. Es ist gut möglich, dass ihr das spürt, als eine Art Verlangsamung oder Entschleunigung. Vielleicht merkt ihr das auch durch andere, mit denen ihr zu tun habt, etwa dass Leute Rückzieher machen oder dass Projekte unter Krankheitsausfällen leiden. Dennoch steht der Mars ja insgesamt weiterhin für eine lange Zeit, nämlich 5 Monate, günstig für euch. Wenn ihr nicht die Geduld verliert und an das glaubt, was euch wichtig ist, könnt ihr damit weiterhin erfolgreich sein. Gut möglich, dass es eure Aufgabe ist, anderen Mut zuzusprechen und dafür zu sorgen, dass diese nicht den Glauben an das Team oder gemeinsame Projekte verlieren. Es kann nötig sein, etwas das Tempo zu drosseln, weil in den nächsten 3 Monaten nicht mehr alle so schnell mitkommen. Aber wenn ihr bei der Sache bleibt und diejenigen, mit denen ihr zusammenarbeitet, sanft anspornt und anleitet, kann es weiterhin funktionieren. Das gilt übrigens auch in der Liebe. Ihr müsst das Objekt eurer Begierde mit Geduld und Hartnäckigkeit umwerben. Und wenn ihr fest liiert seid, rennt euren Partnern nicht davon, sondern versucht, euch auf einen gemeinsamen Rhythmus einzustellen. Es lohnt sich auf allen Ebenen nicht aufzugeben. Spätestens ab Mitte Januar kommen auch diejenigen Vorhaben, die sich stark verzögert haben, wieder in Gang. Das müsst ihr jetzt für die nächsten gut 3 Monate im Hinterkopf behalten, wenn ihr Momente habt, wo ihr schier durchdrehen könntet, weil ihr euch fühlt, als würdet ihr im Stau stehen. Ihr habt die Power, schnell voranzukommen und alle zu überholen, aber ihr müsst euch halt gegebenenfalls auch dem verlangsamten Fluss der Dinge anpassen. Ein anderes wichtiges Thema bei euch ist das liebe Geld und gemeinsame Werte, die ihr mit Beziehungs- oder Finanzpartnern habt.
Die beiden Finsternisse, also der Neumond vom 25. Oktober und der Vollmond vom 8. November, fallen auf die Geld- und Werteachse eures Horoskops. Während dieser beiden Wochen können eure festen Beziehungen auf dem Prüfstand stehen und dabei geht es möglicherweise um den gemeinsamen Besitz oder ums Sorgerecht. Spontane Entscheidungen können langfristige Folgen haben. Deshalb seid in dieser Zeit sehr vorsichtig, bevor ihr etwas Endgültiges beschließt. Gut ist die Zeit dagegen, um intensiv über euer finanzielles Karma und eure persönlichen Verhaltensmuster im Hinblick auf Geld nachzudenken. Ihr könnt eure Mondrituale auf diese Themen abstimmen, zum Beispiel indem ihr euch darauf konzentriert, Staus und Blockaden im Geldfluss aufzulösen. Von konkreten Finanzaktionen raten die Sterne während dieser Zeit allerdings ab. Wartet möglichst bis nach dem Vollmond am 8. November, ehe ihr zum Beispiel eine Anschaffung tätigt oder finanzielle Vereinbarungen unterschreibt. Das gilt auch, falls der Vermieter euch wegen Gaspreise etc. unter Druck setzt. Spielt auf Zeit. Nach dem 8. November könnt ihr besser verhandeln. Ab dem 16. November wird es leichter, gute Abschlüsse zu erzielen oder Unterstützung zu erhalten. Die Schützesaison ab dem 22. November wird super für euch. Gleich am 23. haben wir den Neumond im Schützen. Der aktiviert eure Pläne und auch neue Perspektiven. Ihr merkt so richtig, dass ihr aus der Vergangenheit gelernt habt. Schaut optimistisch nach vorne und plant neue Projekte mit dem Wissen, was ihr aus euren ehemaligen Aktivitäten mitbringt. Ihr könntet auch gut auf die Suche nach einer Fortbildung gehen oder eine beginnen. All diese Projekte könnt ihr in der Neumond-Meditation mit Kraft und Zuversicht aufladen. In der Liebe habt ihr ab Mitte November bis zum 10. Dezember eine sehr harmonische Zeit mit neuen Perspektiven. Konflikte lassen sich lösen und ihr seht die gemeinsame Zukunft in den schönsten Farben. Wenn ihr könnt, solltet ihr während dieser Zeit mit eurem Schatz in die Sonne verreisen oder zumindest einen Hauch von Abenteuer in euer Leben bringen. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Eine äußerst wichtige Zeit beginnt jetzt für euch, denn die aktuellen Finsternisse spielen sich auf der Beziehungsachse eures Horoskops ab und werden für viele von euch eine starke und direkte Wirkung haben. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Als Ergänzung zum Jahrbuch 2023 möchte ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF ans Herz legen. Die gibt es jetzt mit 30% Herbstrabatt. Darin erfahrt ihr nicht nur eure wichtigen Tendenzen für Liebe und Beruf in den nächsten 12 Monaten, sondern auch die psychologische und spirituelle Bedeutung eures persönlichen Geburtstagshoroskops. Nähere Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Viele von euch spüren bestimmt schon, dass große und wichtige Veränderungen im Leben im Gange sind. Zum einen, weil erneuerer Uranus schon seit einer Weile euer Zeichen Stier aufmischt, aber zum anderen auch jetzt durch die aktuellen Sonnen- und Mondfinsternisse. Meine Tochter ist zum Beispiel Stier und die zieht jetzt mit ihrem Boyfriend zusammen in eine neue Wohnung. Das ist wahrhaftig eine große Sache und typisch für die Veränderungen, die eine Sonnenfinsternis mit sich bringen kann. Der Neumond am 25. Oktober im Skorpion ist eine Sonnenfinsternis und fällt in euer Partnerhaus. Und der Vollmond im Stier am 8. November erscheint als Mondfinsternis und aktiviert ebenfalls eure Beziehungsachse. Das Gute daran ist, beide Konstellationen bringen euch eurer Seelenaufgabe näher. Das zeigt der aufsteigende Mondknoten im Stier. Also all die Veränderungen in eurem Leben, die in den letzten 6 Wochen oder Monaten begonnen haben oder auch in den nächsten 6 Monaten noch stattfinden können, die können sich auf positive Weise entwickeln und euch auf einem guten neuen Weg begleiten. Deswegen habt keine Angst davor, auch wenn viele Stiergeborene es überhaupt nicht mögen, wenn sich ihre Lebensumstände ändern müssen. Diesmal ist es nur zu eurem Besten, also lasst euch darauf ein und geht mutig voran. Das kann nicht nur ein Umzug sein, es kann sich auch um einen neuen Job handeln oder auch um den Beginn einer neuen Partnerschaft. Und für manche von euch passiert sogar mehreres davon auf einmal. Wenn ihr mit Mondritualen oder auch einem Samhain-Ritual arbeiten wollt, könnt ihr für diese Neuerungen um Hilfe und Unterstützung bitten.
Samhain könnt ihr am 31. Oktober oder 1. November zelebrieren und eure Ahnen bitten, euch bei allem zu unterstützen, was ihr jetzt in Angriff nehmt. Der Neumond vom 25. Oktober und der Vollmond vom 8. November eignen sich ganz besonders für die Beziehungsthemen, die jetzt im Raum stehen. Singles haben praktisch den ganzen Monat über tolle Chancen, eine neue Liebe zu finden. Ihr könnt nun die kosmischen Kräfte bündeln, um euch dabei zu unterstützen. Wichtige Tipps zur Durchführung eines Rituals findet ihr in meinem Video vom Göttinnen-Neumond und dazu gibt es auch ein Dossier auf meiner Homepage. Beides verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Einige von euch werden vielleicht auch wild Halloween feiern wollen, denn Uranus macht Lust auf Schräges und Ungewöhnliches und wahrscheinlich erhaltet ihr auch einige Einladungen. Achtet aber bitte auf das Infektionsgeschehen. Tatsächlich steht der Infektionswellenaspekt so, dass Freundinnen oder Freunde ungewollt Keime bei euch einschleppen könnten. Da müsst ihr gemeinsam Verantwortung übernehmen. Finanziell solltet ihr vom 1. bis 11. November vor allem auf euer eigenes Gefühl vertrauen und eure Rechte im Auge haben. Andere könnten nämlich versuchen, euch Sachen aufs Auge zu drücken, die nur ihrem eigenen Vorteil dienen. Was eure Beziehungen angeht, sind aber nicht nur großräumige wichtige Veränderungen im Gange, zum Beispiel eine neue Liebe. Es gibt auch eine kritische Phase vom 6. bis 11. November, in der ihr besonders achtsam sein solltet. Da liegen nämlich wild romantische Momente und Trennungsgefahr dicht beieinander. Lasst euch nicht von euren Gefühlen überwältigen und behaltet die Konsequenzen eures Handelns im Auge. Ihr könnt heiße Nächte erleben, jedoch auch die Gefühle anderer verletzen, wenn ihr nicht aufpasst. Wenn ihr das beachtet, kann sich das Blatt anschließend zum Guten wenden. Eure festen und verbindlichen Beziehungen erhalten ab dem 16. November zunehmend schöne und positive Impulse, die euch helfen, eure Gemeinsamkeiten zu betonen und das, was zwischen euch vielleicht schwieriger ist, gut zu überbrücken. Das könnt ihr in einer feierlichen Neumondzeremonie am 23. November besiegeln. Der Neumond im Schützen stärkt nämlich eure festen und verbindlichen Beziehungen und auch euren gemeinsamen Besitz und eure Verträge. All diese Themen könnt ihr in eure Meditation einfließen lassen. Beruflich habt ihr in der zweiten Novemberhälfte einen guten Lauf. Ihr arbeitet Hand in Hand mit euren Vorgesetzten sowie Kolleginnen und Kollegen und das lohnt sich auch finanziell. Die Zeit ist auch gut, um, falls nötig, bei Behörden finanzielle Hilfe zu beantragen. Wenn ihr selbstständig seid, kann ein lukrativer Auftrag hereinkommen. Womit ihr jedoch vorsichtig sein solltet, sind finanzielle Ratschläge seitens eurer Freunde. Da kann es zu einer Fehleinschätzung kommen. Auch solltet ihr im Freundeskreis kein Geld verleihen oder selbst welches borgen. Am besten fahrt ihr, wenn ihr beruflich und finanziell das tut, bei dem ihr den Durchblick habt und euch sicher fühlt. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Der November ist der erste von drei Monaten, in denen der Mars in eurem Zeichen rückläufig ist. Das werdet ihr vermutlich spüren. Ab Mitte des Monats habt ihr übrigens ganz tolle Liebestendenzen. Das schauen wir uns alles gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Als perfekte Ergänzung zum Jahrbuch 2023 möchte ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF ans Herz legen. Und die erhaltet ihr jetzt mit 30% Herbstrabatt. In der schriftlichen Jahresvorschau findet ihr nicht nur die Transite der nächsten 12 Monate, sondern auch die ausführliche Deutung eurer persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Jetzt schauen wir in eure Konstellationen der kommenden Finsternissaison und des Novembers. Die beiden Finsternisse, also der Neumond vom 25. Oktober und der Vollmond vom 8. November, aktivieren eure Gesundheitsachse. In der Gesundheitsastrologie müssen wir uns außerdem den Aspekt zwischen Mars und Neptun anschauen. Mars symbolisiert die innere Immunabwehrarmee. Der wird aber jetzt rückläufig, das heißt, euer Immunsystem könnte schwächeln.
Ungünstig steht auch Neptun. Er zeigt Gefahr durch unsichtbare Feinde an, also Bakterien und Viren. Das heißt, ihr müsst sehr auf eure Gesundheit achten. Falls möglich, arbeitet im Homeoffice, denn es sieht so aus, als könntet ihr euch in der Arbeit einen Infekt einfangen. Und ihr solltet die beiden Mondmeditationen nutzen, um gesundheitsstärkende Rituale durchzuführen. Stimmt euch auf gute und schützende Schwingungen ein. In eurem spirituellen 12. Haus stehen ja Uranus und der Mondknoten. Da sind starke geistige Kräfte für euch drin, die eure Vorstellungskraft anregen und außerdem auch eure jeweiligen Schutzfiguren aktivieren, seien es Engel oder schamanische Krafttiere. Ihr könntet zum Beispiel einen Schutzwall aus weißem Licht visualisieren, der euch umgibt und alles abprallen lässt, was nicht gut für euch ist. Oder ihr bittet euer Krafttier, euch gegen schlechte Einflüsse zu verteidigen. Die Sterne raten außerdem, dass ihr auf der praktischen Ebene etwas für eure Gesundheit und euer Immunsystem tut und es stärkt, falls noch nicht geschehen. Jeder hat ja so seine persönliche Gesundheitsapotheke. Ich schwöre zum Beispiel auf eine Kombi von Vitamin C und Zink. Außerdem liebe ich Grapefruit-Kernextrakt als natürliche Quelle von Vitamin C. Schaut, was ihr dafür euch tun könnt und versucht, Ansteckungsgefahren zu vermeiden. Deshalb empfehle ich zu Samhain bzw. Halloween lieber eine ruhige spirituelle Zeremonie als eine wilde Party mit vielen Leuten. Wenn ihr ein bisschen auf euch aufpasst und euch schützt, könnt ihr im November eure persönlichen und beruflichen Projekte durchaus vorantreiben und erfolgreich sein. Ein wichtiger Schlüssel dafür ist, dass ihr ein gemäßigtes Tempo einschlagt und nicht zu ungeduldig werdet. Saturn, der Meister der Zeit, unterstützt euch dabei nach dem Motto »Gut Ding will Weile haben«. Kennt ihr diesen Spruch noch? Nehmt euch ruhig mehr Zeit als sonst, um eure Vorhaben durchzuführen und rechnet damit, dass es ab und zu mal hakt. Das kann auch durch andere Leute passieren, die mit euch zusammenarbeiten oder, falls ihr selbstständig seid, zum Beispiel etwas zuliefern. Je nachdem, ob andere den rückläufigen Mars besonders ungünstig stehen haben, kommen sie nämlich jetzt nicht vom Fleck und falls ihr auf sie angewiesen seid, hält euch das eben auch auf. Dann ist es super wichtig, dass ihr nicht die Geduld verliert oder gar wütend werdet. Das kann theoretisch passieren, weil der Mars ja bei euch im Zeichen steht. Sondern, dass ihr entspannt bleibt und das Ganze nicht persönlich nehmt. So ist halt im Moment die kosmische Strömung und am besten fahrt ihr, wenn ihr mit dem Fluss geht, anstatt euch dagegen zu stemmen. Ein Problem kann auch sein, dass Ansagen eurer Vorgesetzten ziemlich ungenau sind und ihr öfter mal im Unklaren gelassen werdet, was man eigentlich von euch erwartet. Dann solltet ihr einfach Dienst nach Vorschrift schieben und euch davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Falls ihr selbst eine leitende Position habt, achtet darauf, dass ihr klare und gut verständliche Anweisungen gebt. In der Liebe kann die erste Monatshälfte frustrierend sein. Ihr könnt nicht immer, wie ihr wollt, weil andere einfach nicht mitziehen und das mag daran liegen, dass sie selbst mit Problemen zu kämpfen haben. Auch hier gilt, bleibt geduldig, ihr könnt absolut nichts erzwingen. Die Wende kommt ab dem 16. November. Dann betritt Liebesgöttin Venus in Begleitung von Merkur euer Partnerhaus. Und das bedeutet, für den Rest des Monats habt ihr eine schöne, gesellige Phase mit vielen Möglichkeiten, nette Leute zu treffen und eure Kontakte zu pflegen. Am 22. November geht die Sonne in den Schützen und verstärkt diese Tendenzen nochmal für weitere 4 Wochen. Am 23. haben wir dann den Neumond im Schützen und der aktiviert alle eure Beziehungsthemen, die sich natürlich auch für die Neumondmeditation anbieten. Dieser Neumond kann den Singles unter euch auch eine neue Liebe bescheren. Die letzten Tage des Monats versprechen besonders leidenschaftlich und intensiv zu werden, sei es mit euren bestehenden Beziehungspartnern oder einem neuen Flirt. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Ihr bekommt schöne kosmische Energien für die Liebe und für die Spiritualität. Beides Bereiche, die ihr besonders mögt. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Als Ergänzung zum Jahrbuch 2023 möchte ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF ans Herz legen. Und die erhaltet ihr jetzt mit 30% Herbstrabatt.
In der Jahresvorschau bekommt ihr nicht nur die Transite der nächsten 12 Monate für die Liebe und den Beruf, sondern auch die ausführliche Deutung eurer persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Die magische Zeit mit den beiden Finsternissen, die jetzt anbricht, dürfte euch sehr inspirieren. Wir sprechen hier also von der Phase zwischen dem Neumond im Skorpion am 25. Oktober, gefolgt von Halloween bzw. Samhain am 31. Oktober und dann dem Vollmond am 8. November. In dieser Zeit kann euch die Liebe, sei es in bestehenden Partnerschaften oder in einer aufregenden neuen Romanze, regelrecht verzaubern und berühren. Ihr könnt auch etwas für eure Selbstliebe tun und euch mit kreativen Hobbys beschäftigen und das wiederum stärkt euer Selbstbewusstsein. Auch das Einvernehmen mit den Kindern bzw. eurer Herkunftsfamilie scheint gut zu sein. Im Freundeskreis kann es allerdings zu Verwerfungen kommen und das liegt möglicherweise daran, dass eine Freundschaft auf dem Spiel steht, vielleicht auch deshalb, weil aus Freundschaft Liebe wurde. Und das kann natürlich zu Erschütterungen in eurem Bekanntenkreis führen. Möglich auch, dass ihr in eurem sozialen Umfeld aneckt, weil ihr euch für eine bestimmte Person stark macht, die eurer Meinung nach ungerecht behandelt wurde. Dann solltet ihr auch dazu stehen. Ihr habt also reichlich Stoff für eure jeweilige Mondmeditation oder auch für ein Samhain-Ritual. Ihr könnt Energie in ein Herzensprojekt geben, in eure Liebesbeziehung oder euren Wunschpartner, also den dann visualisieren. Und sollte es wirklich einen Konflikt im Freundeskreis geben, könnt ihr hier um Einsicht und Unterstützung bitten. Eingebunden in die magischen Kräfte ist auch Lilith, die zurzeit in eurem Zeichen steht und ihr könnt sie zu Samhain würdigen und ihre Kräfte aufrufen. Die Schutzpatronin der freien Frauen stärkt euch den Rücken, kann euch aber auch streitlustiger und weniger kompromissbereit machen. Denn ihr sollt zu euch stehen oder auch zu anderen, die unterdrückt werden und nicht mehr länger um des lieben Friedens willen den Mund halten und wegsehen. Das ist nicht so ganz einfach für die feinfühligen und sensiblen Krebse, die gern in Harmonie mit allen sein möchten. Aber es ist eure Chance, euch den verdienten Respekt zu erkämpfen. Ihr werdet sehen, es ist angenehmer, in Harmonie mit Leuten zu sein, die euch respektieren, als wenn ihr zurückstecken müsst, um Harmonie zu erreichen. Wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt, kann sich ein Konflikt für euch zuspitzen. Dann geht es möglicherweise darum, wer das Sagen hat oder wer die Macht hat. Lilith führt euch gewissermaßen in den Aufstand, falls euch jemand zu sehr einschränkt oder unter Druck setzt. Sie macht euch furchtlos genug, um gegebenenfalls sogar eine Trennung zu riskieren. Wenn das berechtigt ist, dann könnt ihr den November nutzen, um euch zu befreien. Wenn ihr aber eigentlich mit dieser Beziehung einverstanden seid und ein gutes Einvernehmen habt, dann müsst ihr in diesen Wochen vorsichtig sein, dass eure Partnerschaft keinen Schaden nimmt und den Lilith-Transit erstmal abwarten. Hier kann euch die bewährte 90-Tage-Regel helfen. Nehmt euch 3 Monate Zeit, ehe ihr eine Beziehungsentscheidung trefft, die langfristige Konsequenzen hat. Beruflich verspürt ihr wahrscheinlich den Wunsch, eure Persönlichkeit und Kreativität stärker im Job einzubringen. Und das kann euch auch gelingen. Vor allem Krebse, die kreativ arbeiten, in Lehrberufen tätig sind oder beruflich viel unterwegs sind, haben im November einen guten Lauf. Die übrigen müssen sich noch etwas gedulden. Ab dem 17. November und bis zum 7. Dezember steigt generell die Stimmung am Arbeitsplatz und ihr bekommt einen guten Draht zu Kolleginnen und Mitarbeitern. Auch wenn ihr mit ihnen bisher wenig zu tun hattet, könnt ihr nun diesen Kontakt verbessern. Das hilft euch auch, an wichtige Informationen zu kommen, denn der Flurfunk weiß meistens am besten Bescheid. Am 22. November geht die Sonne in den Schützen und tags darauf haben wir dann den Neumond im Schützen. Er kann euch sehr gut unterstützen, falls ihr in eurem Arbeitsumfeld eine Verbesserung erreichen wollt. Weil auch eure Gesundheitsachse aktiviert wird, könnt ihr natürlich auch ein anliegendes Gesundheitsthema in die Meditation einfließen lassen.
Vom 23. bis 28. November habt ihr einen sehr guten Draht in die Chefetage. Also, falls es da was zu besprechen gibt, nutzt diese Tage dafür. Das darf auch ein heikles Thema sein, was dringend der Heilung bedarf. Wenn ihr selbst Vorgesetzte seid, ist die Zeit ebenfalls günstig, um mit euren Mitarbeitern wichtige Anliegen zu klären. Oder auch, um sich einfach mal gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung zu schenken. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Die Finsternissaison kann für euch sehr intensiv werden, teilweise auch anstrengend. Aber dafür ist die zweite Novemberhälfte umso schöner und glorreicher. Das schauen wir uns gleich zusammen an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Als perfekte Ergänzung zum Jahrbuch 2023 möchte ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF ans Herz legen und die erhaltet ihr jetzt mit 30% Herbstrabatt. In der schriftlichen Jahresvorschau erhaltet ihr nicht nur die Transite der nächsten 12 Monate für die Liebe und den Beruf, sondern auch die ausführliche Deutung eurer persönlichen und spirituellen Jahresthemen. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die Konstellationen der beiden Finsternisse, also des Neumonds vom 25. Oktober und des Vollmonds vom 8. November, bauen ein Spannungsfeld zu eurem Zeichen auf. Und da geht es wahrscheinlich um Situationen, die mit euren beruflichen Entscheidungen zu tun haben und dem gegenüber den Bedürfnissen und Wünschen eurer Familie. Diese Bereiche könnten im Konflikt miteinander stehen. Also zum Beispiel, dass ihr ungewöhnlich viel Energie für berufliche Projekte aufwenden müsst und dass darunter euer Privatleben leidet und eure Lieben sich beschweren. Vielleicht fühlt ihr euch auch durch familiäre Verpflichtungen festgehalten, sodass ihr euch nicht frei genug entfalten könnt. Familienkarma kann jetzt auch eine Rolle spielen und auch Erbschaftsangelegenheiten. Und dann müsst ihr euch drum kümmern, ob ihr wollt oder nicht. Möglich ist auch, dass durch dieses Spannungsfeld eine Beziehung betroffen ist. Mein Tipp wäre, dass ihr euch irgendwie trotz allem Zeit nehmt, um mit euren Familienmitgliedern oder euren festen Partnern über anliegende Entscheidungen zu sprechen. Ihr solltet eure Lieben wirklich einbeziehen, denn sie können euch helfen und unterstützen, mehr als ihr denkt. Also bitte jetzt keine Alleingänge. Denkt daran, dass alles mit allem verbunden ist. Und genau diese Themen könnt ihr in eure Mondmeditationen oder vielleicht auch in ein Ritual zu Halloween bzw. Samhain am 31. Oktober einfließen lassen. Vielleicht auch zusammen mit euren Lieben oder Partnern, sofern sie dafür offen sind. Tatsächlich spürt ihr wahrscheinlich viel Druck, deshalb atmet auch öfter mal tief durch und wendet die 90-Sekunden-Regel an, um euch zu beruhigen. Außerdem solltet ihr auf jeden Fall bis nach dem Vollmond am 8. November warten, bevor ihr weitreichende Entscheidungen trefft. Ein Augenmerk müsst ihr gegebenenfalls auch auf euren Freundeskreis haben. Es könnte sein, dass da jemand Probleme hat und euch um Hilfe bittet. Überlegt euch das gut, denn das könnte mehr Zeit in Anspruch nehmen und komplizierter sein, als ihr zunächst annehmt. Nicht zuletzt verweisen die aktuellen Ansteckungsaspekte auch auf euren Freundeskreis. Es kann also sein, dass ihr euch von dort etwas einfangt. Seid da bitte vorsichtig, und zwar den ganzen Monat über. Davon abgesehen werden die Konstellationen nach dem Vollmond bald harmonischer und es gelingt euch, mit Familie und Partnern an einem Strang zu ziehen, um mögliche Probleme zu lösen. Die Wende kommt mit dem 16. November, wenn Liebesgöttin Venus in den Schützen geht. Dann seht ihr euer Beziehungsleben in einem optimistischen und positiven Licht. Egal, ob es um die Beziehung zu euren Kindern oder eurer Familie geht, zu euren festen Partnern oder einem neuen Flirt, ihr habt dann das angenehme Gefühl, dass sich alle Probleme lösen lassen. Und dafür muss man nicht immer stundenlang reden. Gemeinsame Unternehmungen, zum Beispiel Sport oder das Praktizieren von gemeinsamen Hobbys, all das schafft gute Laune und stärkt Verbindungen. Und darüber lösen sich manche Konflikte wie von selbst auf, weil man spürt, wie sehr man doch zusammengehört. Und ihr könnt diese schöne Phase auch nutzen, um wichtige berufliche Entscheidungen mit euren Lieben zu besprechen. Ihr werdet feststellen, dass es euch gelingt, Transparenz zu schaffen, ein gutes Miteinander zu kreieren und gleichzeitig euren beruflichen Werdegang voranzubringen.
Ohnehin läuft in der zweiten Monatshälfte auf der Arbeit vieles leichter, vor allem ab dem 22. November, wenn die Sonne in den Schützen geht und euch dann für 4 Wochen mit Vitalität und Lebensfreude versorgt. Besonders wenn ihr eure Kreativität beruflich nutzen könnt, ist das eine schöne und ergiebige Zeit. Dabei unterstützt euch auch der Neumond im Schützen am 23. November. Den könnt ihr nutzen, um Kraft in eure Herzensprojekte zu lenken. In der Neumond-Meditation könnt ihr wunderbar über eure nächsten Pläne und Vorhaben nachdenken. Ihr seid dabei optimistisch und im neuen Mondzyklus dürfte euch vieles gelingen, was ihr euch vornehmt. Wenn ihr Single seid, ist die zweite Monatshälfte ebenfalls sehr erfreulich, denn eure Flirtchancen steigen und ihr habt jetzt auch wieder Lust, euch zu zeigen und mit Menschen in Kontakt zu gehen. Nicht zuletzt hat dieser Neumond eine ausgesprochen heilsame Energie, das heißt Probleme oder verletzte Gefühle, die sich während der Wochen zuvor ergeben haben, können nun durch liebevolle Aussprachen und Zuwendung geheilt werden. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Freut euch auf eine magische Finsternissaison mit inspirierenden Möglichkeiten, besondere Rituale und Zeremonien durchzuführen. Herausfordernd steht für euch allerdings Powerplanet Mars. Das alles schauen wir uns gleich zusammen an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Als perfekte Ergänzung zum Jahrbuch 2023 möchte ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF ans Herz legen. Die erhaltet ihr jetzt mit 30% Herbstrabatt. In der schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Transite der nächsten 12 Monate für die Liebe und den Beruf, sondern auch die ausführliche Deutung eurer persönlichen und spirituellen Jahresthemen. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ihr feinfühligen Jungfrauen macht euch wahrscheinlich viele Gedanken über den kommenden Winter. Die Jungfrau steht für Vorsorge und die umsichtige Einteilung der Ressourcen. Zu den 3 magischen Daten der Finsternissaison, also der Sonnenfinsternis am 25. Oktober, Samhain am 31. Oktober und dem Vollmond am 8. November, stehen die kosmischen Kräfte günstig für euch. Ihr werdet Inspirationen und Erkenntnisse erhalten, was ihr tun könnt, um euch wohler zu fühlen. Denn ihr habt wirklich gute Ideen, nicht nur auf der praktischen Ebene, auch bei der spirituellen Arbeit. Folgt eurer Intuition und trefft genau die Vorbereitungen, die ihr jetzt braucht, um euch sicher zu fühlen, egal was andere darüber sagen und denken. Für euch kommt auch in Frage, in eurer unmittelbaren Umgebung mit Nachbarn oder Freunden in der Nähe zu überlegen, wie ihr euch im Falle eines Falles gegenseitig helfen könnt und wer welche Aufgaben übernimmt. Auch eure Geschwister, sofern ihr welche habt, sind jetzt Thema. Angelegenheiten aus der gemeinsamen Vergangenheit können nochmal hochkommen und ihr verspürt den Wunsch, euch darüber auszutauschen. All diese Themen könnt ihr in eure Meditationen oder Rituale einfließen lassen. Zum Neumond im Skorpion, zum Vollmond im Stier und natürlich auch anlässlich von Halloween bzw. Samhain. Auch die Ahnen können für euch ein wichtiges Thema sein und wenn ihr ein gutes Verhältnis zu ihnen habt, könnt ihr sie in allen Lebenslagen um geistige Hilfe bitten. Für euch ist außerdem wichtig, dass der Mars zu Halloween rückläufig wird, und zwar bis zum 12. Januar 2023. Er bringt viel Power in euer kosmisches Karrierehaus und bei den meisten Jungfrau-Aszendenten auch ins persönliche Karrierehaus. Dabei steht er aber in einem stressigen Aspekt zu euch und das werdet ihr wahrscheinlich spüren. Ihr solltet aufpassen, dass ihr nicht enorme Energie in ein Projekt investiert, ohne sicherzustellen, dass der Kunde oder Geschäftspartner oder auch euer Chef das tatsächlich wünscht. Im ungünstigsten Fall schätzt ihr den Arbeitsaufwand und entsprechende Details falsch ein und verschwendet viel Kraft. Daraus kann einiger Ärger resultieren. Und das könnt ihr vermeiden, indem ihr eure vorhandenen, aber vor allem auch neue Projekte genau daraufhin überprüft, was von euch erwartet wird. Gleichzeitig habt ihr günstige finanzielle Einflüsse von Venus und Pluto, besonders in der ersten Monatshälfte. Man könnte euch lukrative Geschäfte oder eine Finanzpartnerschaft vorschlagen.
Versucht, diese beiden Energien auseinanderzuhalten. Stress im Büro oder mit euren Vorgesetzten, also der Einfluss von Mars, muss nicht heißen, dass ihr nicht finanziell erfolgreich sein und den Einfluss von Venus nutzen könnt. Wahrscheinlich handelt es sich auch um ganz verschiedene Leute, mit denen ihr da zu tun habt. Aber ich denke, ihr seid schlau und feinfühlig genug, um zu entscheiden, mit wem es stressig wird und mit wem sich finanzielle Projekte lohnen. Im Zweifelsfalle sprecht darüber mit Menschen, denen ihr vertraut. Ihr habt vom 7. bis 15. November eine sehr schöne Phase, in der ihr über alles reden könnt und Auswege aus angespannten Situationen findet. Das ist auch eine schöne Woche, um euren Lieben mal wieder zu sagen, wie viel sie euch bedeuten und wie froh ihr seid, sie zu haben. Am 16. und 17. November gehen Venus und Merkur in den Schützen und bevölkern dann bei euch den privaten Bereich des Horoskops. Das zeigt, dass ihr wahrscheinlich netten Besuch bekommt und gute Ideen für euer Heim habt. Am 22. November gesellt sich auch die Sonne im Schützen dazu und am 23. findet hier der Neumond im Schützen statt. Das ist viel Power, die in euren Heimatbereich geht, in eure vier Wände, dorthin, wo ihr euch wohlfühlt. Ihr könnt den Neumond deshalb nutzen, um gute Energien in euer Zuhause zu lenken und auch über die Dinge nachzudenken, die ihr zum Besseren verändern wollt. Davon kann auch euer Familienleben profitieren. Achtet in der letzten Woche des Monats darauf, dass ihr beruflichen Stress nicht nach Hause tragt. Vielleicht wollt ihr euren Frust zum Beispiel abreagieren, indem ihr wie wild putzt und aufräumt und alle damit herumscheucht. Oder ihr ärgert euch maßlos, wenn jemand unordentlich ist. Dabei können euch eure Lieben hilfreich zur Seite stehen und für viel Lachen und Entspannung sorgen. Deswegen macht euch und andere nicht mit Perfektionsansprüchen verrückt. Genießt zu Hause lieber das Leben. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Geburtstagsmonat. Die Finsternissaison mit ihren magischen Konstellationen aktiviert die Geldhäuser eures Horoskops. Wie wäre es mit einem magischen Geldritual? Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Als perfekte Ergänzung zum Jahrbuch 2023 möchte ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF ans Herz legen und die erhaltet ihr jetzt mit 30% Herbstrabatt. In der schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Transite der nächsten 12 Monate für die Liebe und den Beruf, sondern auch die ausführliche Deutung eurer persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die beiden Finsternisse am 25. Oktober und am 8. November aktivieren den Bereich eures persönlichen Besitzes und auch der gemeinsamen Werte, die ihr mit anderen habt. Und die Finanzsterne stehen durchaus günstig für euch. Alle Angelegenheiten, die bereits laufen und die ihr schon angeleiert hattet, könnt ihr jetzt erfolgreich vorantreiben. Falls ihr zum Beispiel meinem Rat im Oktoberhoroskop gefolgt seid und einen Antrag auf Unterstützung gestellt habt, könnte der jetzt bewilligt werden. Nur der Beginn von etwas Neuem ist während der Finsternissaison nicht so günstig. Dasselbe gilt für Problemgespräche in euren festen Beziehungen. Da könnte es nämlich zu Situationen kommen, die euren Zusammenhalt testen. Ein Beispiel wäre, wer sich um die täglichen Abläufe des Familienlebens kümmert, etwa die Kinder morgens zur Schule bringt und mittags wieder abholt, wer die Einkäufe erledigt, wer kocht und so weiter. Durchaus möglich, dass ihr mit der Aufgabenverteilung, so wie sie im Moment ist, nicht ganz zufrieden seid. Wartet bis Mitte November ab, ehe ihr sowas ansprecht. Danach kommt eine deutlich bessere Zeit. Ihr könnt jedoch die beiden wichtigen Mondmeditationen nutzen, um über anstehende Beziehungsentscheidungen nachzudenken. Vielleicht auch gemeinsam mit eurem Herzallerliebsten. Und sie würden sich, wie gesagt, auch dafür eignen, ein Ritual für Reichtum und Fülle durchzuführen. Wenn ihr euch mit der magischen Küche auskennt, solltet ihr während dieser beiden Wochen Speisen zubereiten, die anziehend aufs Geld wirken. Schaut euch auch dazu nochmal mein Video vom Göttinnen-Neumond an. Da haben wir über Rituale und magisches Kochen gesprochen. Das Video ist unten in der Infobox verlinkt. Falls euer Schatz tolle Ideen zu Halloween hat, achtet darauf, ob ihr dazu auch wirklich selbst Lust habt.
Es kann aber auch umgekehrt sein, dass ihr gerne etwas Besonderes oder Kreatives zu Samhain oder Halloween machen wollt und die Pläne eures Partners dazwischen funken. Also unterm Strich ist die Zeit zwischen Sonnenfinsternis und Mondfinsternis in euren festen Beziehungen etwas angespannt. Man kann es nicht verleugnen. Beruflich könnt ihr dagegen sehr erfolgreich und produktiv sein, denn ihr bekommt gute Impulse von Powerplanet Mars und Karrieretreiber Saturn. Nur ist auch hier die Frage, habt ihr genug Zeit für eure beruflichen Projekte? Hält euch euer Schatz auch mal den Rücken frei, wenn ihr das braucht? Kommt vielleicht bei einem beruflichen Vorhaben etwas dazwischen? Wenn ihr kreativ oder selbstständig arbeitet, könntet ihr diesbezüglich unter Druck stehen. Für die Festangestellten scheint es besser zu laufen. Ihr habt ein gutes Einvernehmen mit Kolleginnen und Kollegen und die helfen euch auch gerne mal aus. Eure Gesundheit solltet ihr im November gut im Auge behalten, vor allem wenn ihr viel unterwegs seid, zum Beispiel durch einen weiten Weg zur Arbeit oder Geschäftsreisen oder auch wenn ihr privat verreist. Da lauern nämlich Ansteckungsgefahren, gegen die ihr euch schützen solltet. Jetzt aber zu den guten Nachrichten. Ab dem 16. November bessert sich die Stimmung. Zuerst geht dann nämlich die Venus, danach auch der Merkur in den Schützen und am 22. November auch die Sonne. Und für die kommenden 4 Wochen seht ihr dann eure Beziehungsangelegenheiten viel optimistischer und könnt besser über alles reden. Singles können in dieser Zeit toll flirten und Liebesnachrichten austauschen. Auch der Kontakt mit euren Nachbarn, Freunden und Bekannten, die in der Nähe wohnen, ist gut. Ein Flirt kann sich direkt vor der Haustür ergeben. Wenn ihr Geschwister habt, solltet ihr euch mal wieder mit ihnen treffen. Der Neumond im Schützen am 23. November steht günstig für euch und kann in Partnerschaftsangelegenheiten eine richtig heilende Wirkung entfalten. Falls ihr euch schon mal überlegt hattet, eine Paartherapie auszuprobieren, wäre das ein guter Startzeitpunkt. Oder ihr überlegt euch einfach gemeinsam, was ihr in den kommenden 4 Wochen Positives füreinander tun könnt, um eure Verbindung zu stärken. Auch bei Verhandlungen und Verträgen unterstützen euch die Sterne zum Monatsende. Der 24. und 25. November sind besonders gute Tage für berufliche und finanzielle Abschlüsse. Auch private Verträge, zum Beispiel ein neuer Mietvertrag oder Kaufvertrag, gehört mit dazu. Ihr erhaltet dann stabile und faire Vereinbarungen, an denen ihr lange Freude haben werdet. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im November Geburtstag habt. Für euch sind die nun anstehenden Finsternisse eminent wichtig, denn sie spielen sich auf eurer Beziehungsachse ab und umhüllen euer Zeichen mit starker kosmischer Energie. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp und das wäre auch ein schönes Geburtstagsgeschenk. Als perfekte Ergänzung zum Jahrbuch 2023 möchte ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF ans Herz legen und die erhaltet ihr jetzt mit 30% Herbstrabatt. In der Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Transite der nächsten 12 Monate in Liebe und Beruf, sondern auch die ausführliche Deutung eurer persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der kommende Neumond im Skorpion am 25. Oktober ist für euch der wichtigste im ganzen Jahr und es ist eine Sonnenfinsternis. Das heißt, die Konstellation hat doppelt Power und wirkt schon seit 6 Monaten und auch noch für ein weiteres halbes Jahr. Vielleicht spürt ihr schon, dass in eurem Leben wichtige Entscheidungen im Gange sind. Und vielleicht kommen auch Veränderungen auf euch zu. Die Finsternisse aktivieren außerdem Erneuerer Uranus, der schon seit einer Weile für überraschende Änderungen in eurem Leben sorgt und in eurem Partnerhaus steht. Auch die Mondfinsternis mit dem Vollmond im Stier am 8. November beeinflusst euer Beziehungsleben. Diese Konstellationen sind sehr magisch und aktivieren auch karmische Einflüsse. Das heißt, ihr werdet jetzt bemerken, welche Handlungen aus eurer Vergangenheit nun Konsequenzen haben oder auch Früchte tragen. Viele von euch haben sehr bewusst Impulse gesetzt und Samen gesät und erfreuen sich jetzt daran, wie die Saat aufgeht. Doch gibt es auch wichtige neue Umstände und Entwicklungen in eurem Leben, die durch andere ausgelöst werden.
Das ist für euch ungewohnt, denn normalerweise vertraut ihr nichts und niemandem außer nur euch selbst. Doch nun seid ihr gefordert, auf wichtige Menschen in eurem Leben zu hören. Oder euer Leben ändert sich einfach dadurch, dass jemand anders etwas tut. Vielleicht ist zum Beispiel ein Kind erwachsen geworden und zieht aus. Vielleicht muss euer Partner über einen beruflichen Ortswechsel nachdenken. Oder wenn ihr selbstständig seid, sind es vielleicht Kunden oder Geschäftspartner, deren Anforderungen eine Umstellung von euch verlangen. Möglicherweise taucht auch jemand aus eurer Vergangenheit auf und stellt finanzielle Forderungen. Oder mir ist ein Skorpion bekannt, der nun einem sehr schwierigen Erbschaftsverfahren ins Auge blickt. All das passt zu dieser Zeitqualität und ihr solltet euch nicht dagegen sperren. Am Ende stellt sich wahrscheinlich heraus, dass dadurch positive Entwicklungen angestoßen werden, die euch auf eurem Seelenweg voranbringen. Ihr solltet jetzt ins Vertrauen gehen und nutzt auf jeden Fall die Magie der Konstellationen, denn die Mondrituale und Zeremonien haben jetzt sehr viel Kraft. Bittet um Klarheit und Unterstützung bei der Verwirklichung eurer Vorhaben, vor allem wenn sie gemeinsam mit Partnern und Familie gestaltet werden. Wenn ihr alleinstehend seid, bedürfen eure Pläne möglicherweise der Abstimmung mit beruflichen Kontakten oder auch Freundinnen und Freunden. Zu Halloween bzw. Samhain könnt ihr euch wunderbar mit euren Ahnen verbinden, um eure Wurzeln zu stärken, während ihr euch gleichzeitig für die Reise in die Zukunft öffnet. Dies ist eine außerordentlich ergiebige und mystische Zeit, jedoch auch sehr intensiv, deswegen schaut, dass ihr ausreichend schlaft und regenerieren könnt. Im beruflichen und privaten Alltag habt ihr vom 10. bis zum 20. November eine starke Phase. Dann steigt auch die Vitalitätskurve wieder deutlich an. Ihr könnt in Verhandlungen und Gesprächen sehr überzeugend auftreten. Auch falls ihr Anspruch auf Unterstützung habt, könnt ihr diesen nun erfolgreich geltend machen. Bei den Selbstständigen kann ein lukrativer Auftrag hereinkommen. Bis zum 28. November habt ihr dann sehr günstige Finanzaspekte, sowohl um ein Schnäppchen zu machen, als auch um eure Gehaltskonditionen zu verbessern. Die zweite Monatshälfte ist auch gut geeignet, um heilsame Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen zu führen, falls es vorher Unstimmigkeiten gab. Am 22. November geht die Sonne in den Schützen und dort findet auch am 23. dann der Neumond statt. Das lenkt die Energie für die kommenden 4 Wochen auf den Finanzbereich eures Horoskops. In der Neumond-Meditation könnt ihr daher die Energie des Geldes und des inneren und äußeren Reichtums aktivieren. Der neue Mondzyklus ist auch gut geeignet, um euren Selbstwert zu stärken und darüber nachzudenken, was ihr braucht, um euch innerlich reich und wertgeschätzt zu fühlen. Achtung, wenn ihr fest liiert seid, in den Tagen vom 28. November bis 3. Dezember solltet ihr euch nicht ums Geld streiten. Das könnte eurer Beziehung einen Knacks geben. Anders ist es, wenn man euch im beruflichen oder finanziellen Zusammenhang hängen lassen will. Dann müsst ihr deutlich euren Standpunkt klar machen und verlangen, was euch zusteht. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im November Geburtstag habt. Gleich schauen wir in euer Horoskop. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch und das könnt ihr euch auch zum Geburtstag wünschen. Nämlich die persönliche Jahresvorschau als PDF. Das wäre eine schöne Ergänzung zum Jahrbuch 2023 und die erhaltet ihr jetzt mit 30% Herbstrabatt. In der schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Transite der nächsten 12 Monate für Liebe und Beruf, sondern auch die ausführliche Deutung eurer persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die Finsternissaison ist für euch besonders magisch und mystisch, denn der Neumond mit der Sonnenfinsternis am 25. Oktober wie auch die Mondfinsternis am 8. November aktivieren beide bei euch den spirituellen Bereich und die Heilerachse des Horoskops. Deswegen werden Themen rund um eure seelische und körperliche Gesundheit und euer Wohlbefinden wichtig und eure spirituelle Energie wird stark angeregt. Falls ihr gerne meditiert oder mit Ritualen arbeitet,
solltet ihr diese besondere kosmische Strömung nutzen, um euch mit der geistigen Welt zu verbinden. Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, das ist für euch das Thema. Möglich auch, dass ihr konkret etwas für eure Gesundheit tun müsst, weil euch leider der Infektionsaspekt zwischen Neptun und Mars direkt betrifft. Und zwar besonders, wenn ihr zwischen dem 12. und 22. Dezember Geburtstag habt. Gerade Leute, die euch nahestehen, Familienmitglieder oder Partner oder Flirts, können euch jetzt leider anstecken. Deswegen solltet ihr da schon aufpassen, wenn jemand schnieft und hustet und euch im Umgang ein bisschen zurückhalten und schützen. Insofern solltet ihr auch bei möglichen Halloween-Partys vorsichtig sein, vor allem wenn ihr Besuch bekommt. Diese Warnung vor erhöhter Ansteckungsgefahr gilt den ganzen Monat für euch. Für euch Schützen ist auch die nun beginnende Rückläufigkeit des Mars sehr wichtig, weil der Powerplanet in direkter Opposition zu euch steht. Das bedeutet, eine geschäftliche Verbindung könnte ohne beidseitige Zustimmung auseinanderbrechen und dann erfordert es Kompromisse und Opfer, um das Projekt noch zu retten. Möglich auch, dass jemand zu euch nicht ehrlich war oder seinen Teil der Abmachung nicht erfüllt hat und das macht euch wütend, sodass ihr am liebsten alles hinschmeißen würdet. In dem Fall solltet ihr die 90-Sekunden-Regel nutzen, um euch erstmal zu beruhigen. Auch was Geldentscheidungen angeht, seid ihr etwas orientierungslos und solltet euch deshalb finanziell nicht unter Druck setzen lassen. Für eure privaten Beziehungen zeigt der Mars, dass jemand, mit dem ihr einen Flirt angefangen hattet, sich nun vielleicht zurückzieht. Möglich auch, dass ein Konflikt in der Partnerschaft zwar aufhört, aber ihr spürt, dass euer Schatz innerlich weiterhin schmollt und vielleicht in eine Verweigerungshaltung geht. Deswegen gilt sowohl beruflich als auch privat, verschiebt heikle Entscheidungen, die auch andere betreffen, möglichst auf die zweite Monatshälfte, denn dann seht ihr viel klarer. Und dann kommt auch eine spürbare Wende zum Besseren. Am 16. November bekommt ihr Besuch von der Venus, gefolgt von Merkur am 17. Und dann beginnen 4 schöne Wochen, in denen ihr wieder Oberwasser habt. Beruflich wie auch finanziell läuft es dann viel besser und auch eure privaten Beziehungen blühen wieder auf. Wenn ihr Single seid, habt ihr dann richtig Lust zu flirten und euch zu zeigen. Am 22. November geht die Sonne in den Schützen und stärkt für 4 Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Spätestens dann werdet ihr spüren, wie eure Energie und eure Lebensgeister zurückkehren. Wenn ihr zum Geburtstag einladet, werden viele kommen. Aber rechnet auch damit, dass es auch Leute gibt, die im letzten Moment einen Rückzieher machen. Doch darunter wird euer gutes Selbstwertgefühl nicht leiden. Am 23. November haben wir dann den Neumond im Schützen. Für euch der wichtigste im ganzen Jahr und glücklicherweise eine sehr positive und heilsame Konstellation. Ihr könnt nun über eure persönlichen Pläne für das neue Jahr nachdenken und in einem Ritual die kosmische Energie auf die Erfüllung eurer Wünsche lenken. Oder ihr bittet um Stärkung eurer Gesundheit und Eingebungen, was ihr für euch selbst tun könnt, um euch zu schützen und zu kräftigen. Denn gesundheitlich kann dieser Neumond eine Wende herbeiführen, falls ihr vorher geschwächelt habt. Bis zum Ende des Monats lassen sich nun mögliche Konflikte in privaten und geschäftlichen Partnerschaften durch konstruktive Gespräche wieder gerade rücken. Vom 28. November bis 5. Dezember müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn in dieser Zeit könntet ihr auf schöne Versprechungen hereinfallen. Oder seid ihr es selbst, die mehr zusichern, als sie einhalten können? Jedenfalls drohen Enttäuschungen oder auch Streitereien, wenn nicht alle Beteiligten offen sagen, was Sache ist. Wenn aber Wohlwollen und Vertrauen da sind, werdet ihr diesen kurzen Durchhänger gut überstehen und könnt euch insgesamt auf eine schöne Schütze-Saison freuen. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Einige von euch erleben einen ganz heißen Liebesherbst. Und in eurem Freundeskreis warten Überraschungen auf euch. Das schauen wir uns gleich zusammen an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Als perfekte Ergänzung zum Jahrbuch 2023 möchte ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF ans Herz legen und die erhaltet ihr jetzt mit 30% Herbstrabatt. In der schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Transite für die nächsten 12 Monate in Liebe und Beruf,
sondern auch die ausführliche Deutung eurer persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier in der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die Finsterniskonstellationen vom 25. Oktober und 8. November aktivieren bei euch den Bereich der Kreativität und Freundschaften. Wahrscheinlich verspürt ihr den Wunsch, Zeit für eure Herzensprojekte zu haben oder auch ein neues, interessantes Hobby zu beginnen. Aber ihr könnt nicht immer so, wie ihr wollt, denn offenbar werdet ihr in eurem Freundes- und Bekanntenkreis gebraucht. Hier könnte ein Konflikt auftreten und man bittet euch, helfend oder schlichtend einzugreifen. Dann besteht die Kunst darin, für die anderen da zu sein, sich aber nicht in eine Auseinandersetzung hineinziehen zu lassen. Und es ist nicht so, als hättet ihr nicht auch beruflich viel zu tun, besonders in der ersten Monatshälfte. Wahrscheinlich wird es für euch gar nicht einfach, die mystischen und magischen Energien dieser Finsternissaison auszuschöpfen und euch darauf einzulassen, weil in eurem Alltag und eurer Arbeit so viel anliegt. Und auf eure Immunabwehr müsst ihr auch achten, denn der Mars wird in eurem Gesundheitshaus rückläufig und der Infektionsaspekt verweist außerdem in euer drittes Haus der unmittelbaren Umgebung. Achtet darauf, dass ihr euch nicht durch Nachbarn oder beim Einkaufen um die Ecke im Supermarkt eine Infektion anfangt. Auch wenn ihr ins Büro geht, seid vorsichtig, wenn Kollegen husten und schniefen. Falls ihr jedoch Zeit habt für eine Finsternismeditation am 25. Oktober oder zum Vollmond am 8. November oder wenn ihr zu Samhain am 31. Oktober ein Ritual durchführen möchtet, dann tut das. Denn die Sterne fördern eure Fantasie, euren Ideenreichtum und eure Kreativität. Und mit diesen Kräften könnt ihr im Prinzip jedes Projekt nach vorne bringen, auch wenn es eine Pflicht ist. Vielleicht sogar gerade dann. Zum Beispiel kann euch bei einer Angelegenheit, die ihr schon länger mit euch herumtragt, eine neue Erkenntnis kommen, wie ihr das Ganze in Angriff nehmen solltet. Oder ihr findet einen neuen Zugang dazu. Vielleicht bringen euch aber auch eure Freunde auf eine tolle Geschäftsidee. Wenn das Internet dabei eine Rolle spielt, kann sich diese Anregung sogar als Goldgrube erweisen. In dem Fall solltet ihr bei Zeiten abklären, ob die betreffenden Personen daran beteiligt werden wollen. Das wäre schön. Denn ihr seid zwar starke Einzelkämpfer, aber vieles geht im Team eben doch leichter. Wenn ihr in einem angestellten Job arbeitet, könnte es allerdings zu Verzögerungen kommen, denn der rückläufige Mars zeigt Kollegen an, die einen Rückzieher machen oder ausfallen. Das kann auch krankheitsbedingt sein. Das gilt für den ganzen Monat und auch noch im Dezember. Deswegen kann es ratsam sein, dass ihr einfach mal Dienst nach Vorschrift macht. Versucht, möglichst nichts zu erzwingen, bei dem ihr auf eure Arbeitskollegen angewiesen seid. Geduld und Verständnis helfen euch jetzt am besten weiter. In der Liebe sieht die erste Monatshälfte gar nicht so schlecht aus, denn Liebesgöttin Venus ist auf eurer Seite und gleichzeitig wird eure Fantasie für Liebesnachrichten angeregt. Wenn ihr also gerade am Flirten seid, habt ihr einen richtig guten Lauf. Am 16. November zieht sich die Venus für den Rest des Monats zurück. Es kann sein, dass sich die Liebe dann mehr innerlich abspielt. Wenn ihr fest liiert seid, ist euch dann vielleicht nach einem Rückzug zu zweit zumute und ihr könnt romantische Gefühle besser in einer ungestörten Umgebung ausleben. Bei einigen von euch wird es in der Liebe aber auch sehr heiß, besonders wenn ihr nach dem 10. Januar Geburtstag habt. Vielleicht läuft da etwas mit einer Person, die ihren eigenen Kopf hat und sich an keine Regeln halten will, euch aber unglaublich fasziniert. Oder eure feste Partnerin verlangt mehr Freiraum und Augenhöhe in der Beziehung. Möglich auch, dass ihr es mit einer Konkurrentin zu tun habt, beruflich oder privat, und dass nun ein regelrechter Machtkampf entbrennt. Was immer es auch ist, wenn ihr merkt, dass euch die Sache über den Kopf wächst oder dass ihr den Drang verspürt, auszubrechen, dann seid vorsichtig. Denkt an die 90-Tage-Regel und wartet 3 Monate ab, ehe ihr Entscheidungen trefft, die lebensverändernd wirken. Am 22. November geht die Sonne in den Schützen, gefolgt vom Neumond am 23. November. Beides aktiviert bei euch in den kommenden 4 Wochen den spirituellen Bereich eures Horoskops. Vielleicht habt ihr nun öfter mal das Bedürfnis, euch zurückzuziehen, zu meditieren oder ein paar Yoga-Einheiten hinzulegen. Dem solltet ihr möglichst nachgeben. Ihr braucht das jetzt, um eure Batterien wieder aufzuladen. Das hilft euch auch, um euer Gedankenkarussell zu beruhigen. Das dreht sich nämlich
zwischen dem 28. November und dem 3. Dezember besonders schnell. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Schnallt euch an, denn die Konstellationen der Finsternissaison haben eine starke energetische Wirkung auf euch. Jetzt heißt es hellwach sein und die Welle surfen. Dann könnt ihr auf einen Schlag wichtige Veränderungen in eurem Leben herbeiführen. Für euch ist jetzt quasi ein direkter Durchgang in die Zukunft geöffnet. Allerdings wird das kein Spaziergang. Das schauen wir uns gleich zusammen an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Als perfekte Ergänzung zum Jahrbuch 2023 möchte ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF ans Herz legen. Die erhaltet ihr jetzt mit 30% Herbstrabatt. In der schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Transite der kommenden 12 Monate in Liebe und Beruf, sondern auch die ausführliche Deutung eurer persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Für euch ist das Besondere an den magischen Finsterniskonstellationen in den kommenden Wochen, dass ihr euer Bewusstsein schärfen könnt. Dann erkennt ihr, wo karmische Spuren sich durch euer Leben ziehen und was ihr gegebenenfalls ändern könnt, um freier für eine Zukunft zu werden, die besser zu euch passt. Das kann viele Bereiche eures Lebens betreffen. Vor allem die Karriere, euren privaten und häuslichen Bereich und eure Persönlichkeitsentwicklung. Zum Beispiel könntet ihr unter Druck stehen, weil berufliche Anforderungen und private Baustellen kaum vereinbar sind. Erfolge im Job können zu Lasten eurer Beziehungen gehen. Bittet deshalb eure Lieben um Geduld und Verständnis. Beruflich könnte euch klar werden, dass ihr einen ungeliebten Job nicht mehr weitermachen wollt. Beispielsweise habt ihr euch ganz offiziell im Homeoffice eingerichtet und nun verlangt die Firma plötzlich, dass ihr wieder im Büro antanzt, vielleicht mit einem weiten Weg zur Arbeit. Dazu kommt, dass eure finanzielle Situation angespannt sein kann. Tatsächlich empfehlen die Sterne, dass ihr im November sparen solltet. Leider ist wohl nicht so viel Geld für Extras und Herzensprojekte übrig, wie ihr euch das wünscht. Falls euch anstehende Veränderungen schon länger beschäftigen, können die Finsternisse den Druck so erhöhen, dass ihr nun endlich handelt. Der Punkt ist, dass ihr ja schon länger mit einem Spannungsaspekt von Uranus zu tun habt, der euch Änderungen und Neuausrichtungen abverlangt. Und der wird nun durch die beiden Finsternisse ganz stark aktiviert. Deshalb habt keine Angst, entscheidet euch für die Lösung, die euch mehr entspricht und mit der ihr euch wohler fühlt. Ihr werdet es nicht bereuen. Das sind natürlich auch ganz wichtige Themen für die Mondmeditationen. Ihr könnt die beiden Termine mit der Sonnenfinsternis am 25. Oktober und der Mondfinsternis am 8. November nutzen, um die kosmische Energie in eure Entscheidungsfindung zu lenken und die geistige Welt um Unterstützung zu bitten. Ihr befindet euch an einem richtigen Nadelöhr. Da müsst ihr jetzt noch durch. Und hinterher werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, warum ihr überhaupt so lange mit dieser Entscheidung gewartet habt. Es kann aber ratsam sein, darüber zunächst noch nicht zu sprechen und erst ab Mitte des Monats an die Umsetzung zu gehen. Dann stehen die Sterne viel freundlicher und es wird einfacher, eure Wünsche zu präsentieren und erfüllt zu bekommen. Die Konstellationen zu Halloween zeigen, dass ihr durchaus in Feierlaune seid. Es könnte sogar sein, dass sich ganz überraschend Besuch ansagt oder ihr noch Last-Minute-Einladungen bekommt. Wenn ihr Samhain spirituell begehen wollt, helfen euch Lilith und Pluto dabei, in Kontakt mit euren Ahnen zu kommen oder anderen starken spirituellen Frauenfiguren, die euch inspirieren. Am 16. November geht die Venus in den Schützen, gefolgt vom Merkur am 17. Und dann spürt ihr, wie sich Entspannung und Optimismus breit machen. Auf einmal nehmt ihr wahr, wie viele tolle Leute ihr kennt, die hinter euch stehen und die euch gerne helfen, auch in eurem beruflichen Netzwerk. Selbst mit schwierigen Vorgesetzten sind dann Gespräche möglich. Wenn ihr einmal eine Entscheidung getroffen habt und dahinter steht, dann hat das Power und ihr bekommt, was euch zusteht. Für euer soziales Leben beginnt nun eine schöne Phase bis zum 7. Dezember, in der die Singles unter euch wunderbar flirten können und mühelos ins Gespräch kommen. Beruflich und auch bei privaten Einladungen könnt ihr günstige Verbindungen knüpfen.
Teamarbeit gestaltet sich ebenfalls erfreulich. Und falls ihr zuvor Stress in euren festen Partnerschaften hattet, wird es jetzt Zeit für eine liebevolle Aussprache und gegebenenfalls auch für eine Entschuldigung. Am 22. November geht die Sonne in den Schützen und am 23. haben wir dann dort den Neumond. Beides aktiviert noch für 4 weitere Wochen euren Freundeskreis und euer gesellschaftliches Leben. In der Neumond-Meditation könnt ihr zum Beispiel heilende Gedanken an alle verschicken, die euch geholfen haben, eine Dankbarkeitsmeditation machen oder darüber nachdenken, wer euch in nächster Zeit unterstützen könnte. Gegen Ende des Monats kann es allerdings sein, dass jemand einen Rückzieher macht, aber das solltet ihr nicht persönlich nehmen. Im Gegenteil, vielleicht könnt ihr dann Hilfe anbieten und das stärkt letztlich die Verbindung. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Ihr dürftet mit den magischen Finsterniskonstellationen bestens klarkommen und ganz in eurem Element sein. Schwierigkeiten könnte euch eher Powerplanet Mars machen, der quer zu euch steht. Das schauen wir uns gleich alles ganz ausführlich an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Als perfekte Ergänzung zum Jahrbuch 2023 möchte ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF ans Herz legen. Und die erhaltet ihr jetzt mit 30% Herbstrabatt. In der schriftlichen Jahresvorschau erfahrt ihr nicht nur die Transite der nächsten 12 Monate für Liebe und Beruf, sondern auch die ausführliche Deutung eurer persönlichen und spirituellen Jahresthemen auf der Basis eures Geburtstagshoroskops. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich denke, euch braucht weder vor der Sonnenfinsternis am 25. Oktober noch vor der Mondfinsternis am 8. November bange zu sein. Im Gegenteil, beide Konstellationen senden magische Harmonieaspekte in euer Zeichen. Vielleicht kommt euch regelrecht die Aufgabe zu, Fels in der Brandung zu sein, beziehungsweise die spirituellen Lichtgestalten, bei denen andere jetzt Rat und Hilfe suchen. Ihr habt die Fähigkeit, empathisch zuzuhören und ahnt schon, was los ist, bevor Leute es überhaupt aussprechen. Und ihr findet die richtigen Worte, um andere Seelen zu berühren und zu befreien. Ihr könntet überlegen, zu den Mondmeditationen oder auch zu Samhain am 31. Oktober eine gemeinsame Meditation anzubieten. Ihr könnt euch treffen, aber vielleicht solltet ihr das doch lieber online durchführen. Denn das einzige Problem für euch ist, dass der Infektionsaspekt zwischen Mars und Neptun genau in euer Zeichen zielt. Deshalb müsst ihr euch vor Ansteckungsgefahren schützen, äußerlich und auch innerlich. Zum Beispiel, indem ihr in einer Meditation weißes Licht als Schutzwall visualisiert. Leider können Keime gerade durch Familienmitglieder und Mitbewohner bei euch eingeschleppt werden. Also habt da ein Auge drauf und geht keine unnötigen Risiken ein. Davon abgesehen sind eure spirituellen Kräfte zurzeit schier grenzenlos und allumfassend. Ihr könntet euch auch ganz allein hinsetzen und allen, die es brauchen, Gedanken und Strahlen von Energie und Schutz zusenden. Und falls ihr in den Social Media vertreten seid, bietet es sich an, dass ihr zusammen mit euren Followern meditiert. Das lässt sich ja auf verschiedenste Weise umsetzen. Worauf ich hinaus will, ist, dass ihr Fischegeborenen, ihr Kinder des Neptuns, jetzt die wichtige Aufgabe habt, eure Kräfte zum Trost und Schutz derer einzusetzen, die euch brauchen. Dabei unterstützt euch auch Glücksplanet Jupiter, der jetzt nochmal in euer Zeichen gewandert ist. Einige von euch sind wahrscheinlich gerade gar nicht zu Hause, sondern auf Reisen, denn euer Fernweh ist geweckt. So könntet ihr euch an einen spirituellen Kraftort begeben, das würde euch stärken und inspirieren. Ihr habt während der ersten Monatshälfte eine sehr schöne Zeit in der Liebe. Das kann richtig ergreifend und leidenschaftlich werden, genau nach eurem Geschmack. Insofern könnt ihr die Mondmeditation dann auch einer persönlichen Liebesangelegenheit widmen. Vom 1. bis zum 7. November kommen noch aufregende und überraschende Wendungen hinzu. Vielleicht beschließt ihr, kurzfristig eine Liebesreise zu unternehmen oder folgt spontan einer Einladung von Freunden in ein Haus am See oder am Meer. Genießt es, solange ihr könnt. Denn ab dem 17. November macht der rückläufige Mars stressige Aspekte. Und zwar bei euch zu Hause.
Es könnte also sein, dass Familienmitglieder oder Mitbewohner Rückzieher machen oder Absprachen nicht einhalten oder dass ein gemeinsames Vorhaben so nicht umgesetzt werden kann. Beruflich beginnt dann eine Zeit, in der ihr euch sehr gut konzentrieren müsst. Ab dem 17. November habt ihr eine Phase von 6 Wochen, in der lukrative Aufträge reinkommen und wichtige Entscheidungen anstehen. Immer mehr Planeten bevölkern dann euer Karrierehaus. Schließlich auch die Sonne, die am 22. November in den Schützen geht und am Tag danach der Neumond am 23. November. Ihr könnt den Neumond nutzen, um über wichtige berufliche Entscheidungen zu meditieren und darum zu bitten, dass es euch gelingt, euch aufs Wesentliche zu konzentrieren und euch nicht zu verzetteln. Denn zeitgleich sorgt der rückläufige Mars für Verzögerungen und nicht immer habt ihr die Unterstützung, die ihr braucht. Am besten funktionieren Projekte, bei denen ihr nicht von anderen abhängig seid. Wenn ihr jedoch im Team arbeitet oder als Selbstständige oder Kunden oder Geschäftspartner habt, dann müsst ihr damit rechnen, dass andere ausfallen oder Rückzieher machen. Plant deshalb entsprechend mehr Zeit für alles ein. Ihr könnt sehr erfolgreich sein, wenn ihr euch gut organisiert und dafür sorgt, dass alles übersichtlich ist. Solltet ihr bemerken, dass ihr mit einer Sache gar nicht vorwärts kommt, dann nehmt den Druck raus. Euer Gefühl, dass es hier jetzt nicht weitergeht, egal wie sehr ihr euch anstrengt, trügt euch wahrscheinlich nicht. Vertraut eurer Intuition, ihr merkt von selbst, wann es wieder anfängt zu fließen. Eure Ideen sind gut, deshalb verzagt nicht, wenn sich eine Sache noch bis Anfang Januar hinzieht. Danach kommen wichtige Projekte wieder in Gang. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Und hier ist euer Serviceteil mit meinen Tipps und Terminen. Ergänzend zu eurem Sternzeichenhoroskop biete ich verschiedene schriftliche Horoskope als PDF an. Die werden dann auf der Basis eures Geburtshoroskops mit allen Planeten für euch erstellt. Ihr könnt auch eine persönliche Beratung bei mir buchen, dann müsst ihr aber ein bisschen Wartezeit einplanen. Alle meine Produkte und Services findet ihr auf meiner Homepage und die verlinke ich unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Ich plane noch einen Livestream aus Arizona für den 3. November. Dann können wir uns austauschen, wie es euch bisher mit den Finsternissen so ergangen ist und uns auch nochmal die Mondfinsternis vom 8. November anschauen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert und ganz wichtig auch das Glöckchen aktiviert, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ich live streame. Und außerdem gibt es auch wieder ein Gewinnspiel. Da könnt ihr während des Livestreams ein schriftliches, persönliches Horoskop als PDF gewinnen. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes im Podcast. Das Jahrbuch ist jetzt erhältlich. Als erstes bekommen alle eins, die es vorbestellt haben. Vielen Dank nochmal, dass ihr mich so toll unterstützt habt. Ihr könnt das Buch übrigens auch in jeder Buchhandlung bestellen. Und falls ihr es über Amazon kauft, würde ich mich riesig über eine gute Bewertung freuen. Die Bestelllinks für Deutschland, Österreich und die Schweiz findet ihr unten in der Videobeschreibung. Denkt dran, die Bücher werden später dann bei Books on Demand nach dem Kauf für euch gedruckt. Das heißt, es kann eine gute Woche dauern, ehe ihr es erhaltet. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr auch ein gedrucktes Exemplar des Buches mit persönlicher Widmung in meiner Verlosung gewinnen. Um teilzunehmen, abonniert bitte meinen Kanal und aktiviert unbedingt auch das Glöckchen für die automatische Benachrichtigung. Denn bei YouTube wird mein Kanal besser unterstützt, wenn ich viele Abonnenten mit Glöckchen habe. Deshalb, auch wenn ihr schon Abonnenten seid, klickt bitte nachträglich noch das Glöckchen an, das wäre super, würde ich mich echt freuen. Außerdem verpasst ihr dann auch kein neues Video von mir. Und ich freue mich auch sehr über eure Kommentare, wie ihr die Zeitqualität erlebt und wie meine Prognosen für euch passen. Wer gewonnen hat, das gebe ich im Video für den Dezember bekannt. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Einen Einblick in das Jahrbuch mit Auszügen aus dem Jahreshoroskop findet ihr in meinem Video Vollmond der Heilung. Wenn ihr mehr über den aktuellen Mars-Transit wissen wollt, schaut euch das Video Mut zur Veränderung an. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.
Zu Halloween bzw. Samhain könnt ihr euch wunderbar mit euren Ahnen verbinden, um eure Wurzeln zu stärken, während ihr euch gleichzeitig für die Reise in die Zukunft öffnet. Dies ist eine außerordentlich ergiebige und mystische Zeit, jedoch auch sehr intensiv, deswegen schaut, dass ihr ausreichend schlaft und regenerieren könnt. Im beruflichen und privaten Alltag habt ihr vom 10. bis zum 20. November eine starke Phase. Dann steigt auch die Vitalitätskurve wieder deutlich an. Ihr könnt in Verhandlungen und Gesprächen sehr überzeugend auftreten. Auch falls ihr Anspruch auf Unterstützung habt, könnt ihr diesen nun erfolgreich geltend machen. Bei den Selbstständigen kann ein lukrativer Auftrag hereinkommen. Bis zum 28. November habt ihr dann sehr günstige Finanzaspekte, sowohl um ein Schnäppchen zu machen, als auch um eure Gehaltskonditionen zu verbessern. Die zweite Monatshälfte ist auch gut geeignet, um heilsame Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen zu führen, falls es vorher Unstimmigkeiten gab. Am 22. November geht die Sonne in den Schützen und dort findet auch am 23. dann der Neumond statt. Das lenkt die Energie für die kommenden 4 Wochen auf den Finanzbereich eures Horoskops. In der Neumond-Meditation könnt ihr daher die Energie des Geldes und des inneren und äußeren Reichtums aktivieren. Der neue Mondzyklus ist auch gut geeignet, um euren Selbstwert zu stärken und darüber nachzudenken, was ihr braucht, um euch innerlich reich und wertgeschätzt zu fühlen. Achtung, wenn ihr fest liiert seid, in den Tagen vom 28. November bis 3. Dezember solltet ihr euch nicht ums Geld streiten. Das könnte eurer Beziehung einen Knacks geben. Anders ist es, wenn man euch im beruflichen oder finanziellen Zusammenhang hängen lassen will. Dann müsst ihr deutlich euren Standpunkt klar machen und verlangen, was euch zusteht. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.